Ja. Wir kommen jetzt in den spannenden Bereich. Das. Oh. Und ich gucke hier vorhin noch. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich denke, die Wand geht zu. Jetzt muss ich erstmal kurz hier. Kurz. Auf ihr habt nichts gemacht. So. Also, wissen wir. Regel Nummer 50 wahrscheinlich, die wir jetzt schon gelernt haben. Greife niemals Riesen an, die nicht dein Level sind. Greife keine Hühner in der Stadt an. Und Regel Nummer 3. Tue alles, was dir irgendwie in die Quere kommt. Und du das Gefühl hast, könnte ein Questgeber sein. Weil ich sie die Quest einfach durch. Regel Nummer 4. Tatsächliche Questtexte lesen. Ich glaube, ich mache mal eine. Was kann man eigentlich nochmal machen? Eine Top-To-Do-Liste in. Oder ja. Do's and Don'ts. Merkenlisten für Skyrim. Kann ich es Regel Nummer 5? Kürze sie niemals sinnlos ab, um Zeit zu sparen? Ah, nee, doch nicht. Liste erweitern wir. Auf jeden Fall. Hören wir das nachher mal auf. Eine Liste. Wie nennen wir die denn? Überlebenstipps in Skyrim. Weil alle führten bisher in den Tod. Mehr oder weniger. Ja, aber klar. Oder zu unsagbaren Schmerzen. Jetzt weiß ich auch trotzdem noch nicht, was ich da für eine Tiere-Kombination machen soll. Oder kommt er jetzt? Ja. Ach so, jetzt geht's hier um Testen. Ja, okay, dass es jetzt 3 Eulen sind, das. Danke, Spiel. Danke. Ja, Mäuse. Im Batcave oder was? Der Bad Cave zu sein oder was? Steintafel, Kiste, Steintafel, Kiste. Na klar. War wieder zu gierig. So, Bekleidung. Dann weg. Auch weg. Auch weg. Auch weg.
Hau weg, hau weg. Hau weg. Waffen. Oha. Müssen wir versuchen? Ich glaube, ich kann es nicht. Wort der Macht gelernt. Kraft, unerbittliche Macht. Okay. Ehrlich? Okay. Heißt, wenn der Drachenseelen um... Wie auch immer. Zerstörung. Funken. Oder kann ziemlich schnell laufen. Wort. Ja. Da hast du. Dann immer schön durchsuchen. Eisenschild machen. Abgeschlossen. Sehr schön. Ach Mann. Komm schon. Da ist glaube ich auch noch eine neue Stufe. Genau. So. Ausdauer. Nein, Zerstörung möchten wir nicht. So. Okay. Das heißt, ich... Ah, okay. Dann warten wir mal mit der Stufe. Hier können wir raus. Oh. Voll Indiana Jones Style. Der Ausgang. Himmelsrand. Mensch, nicht schlecht. So, an der Stelle würde ich jetzt einfach mal sagen, mache ich heute mal eine wunderschöne Aussicht. Eine kleine Aufnahmepause.
haben wir die Höhle geschafft und sind auf die ganz andere Seite des Berges. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession. Bis dann, ciao, ciao. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession zu Skyrim. Wir schließen direkt an, haben die Höhle hier hinter uns gelassen und haben einen wunderschönen Ausblick hier. Muss ich gerade mal schauen, was wir hier machen mussten. Schauen wir einfach mal in die Quests rein. Okay. Finde den ursprünglichen Besitzer. Das könnte man sich doch auf Karten hängen lassen. Nee, das geht nicht. Kann ich denn da nochmal rein? Finde den ursprünglichen Besitzer. Nicht, dass wir jetzt hier stundenlang. Ich habe eine Räuberbande belauscht, die vom Diebstahl einer goldenen Klaue erzählt. Anscheinend hat einer von ihnen die Klaue tief im Ödsturzhügelgrab versteckt. Finde den ursprünglichen Besitzer. Okay, auf Karte anzeigen. Okay. Naja gut, dann lassen wir das einfach mal. Jetzt an der Stelle. Jo. Und bringe mal direkt dorthin, wo wir unsere Quest abgeben sollen. Und schauen einfach mal, was uns da erwartet. Natürlich muss ich zugeben, ich habe schon mal vorgetestet. Was wollt ihr, Khajiit? Einfach weil ich meiner Sucht frönen musste. Einfach mal reingeschaut. Und ich glaube, für das nächste ist es auch gar nicht so verkehrt, dass ich das einfach mal vorher schon getestet habe. Glaube ich, für euch auch angenehmer. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Der Drachenstein vom Ödsturzhügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Und was ist mit meiner Belohnung? Ich habe euch den 3 Drachenstein gebracht. Was kommt jetzt? Nun, hier endet eure Arbeit und meine beginnt. Die Arbeit des Geistes, der man im Himmelsrand so wenig Beachtung schenkt. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Ihr seid ins Ödsturzhügelgrab gegangen und habt das geholt? Nicht schlecht. Schickt mir einfach ein Exemplar, Farengar, wenn ihr es entziffert habt. Farengar, ihr müsst sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ihr solltet auch kommen. Ein Drache, wie spannend. Wo wurde er gesehen? Was hat er getan? Ich an eurer Stelle würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Natürlich. Dann mal los. Ihr habt die Turbokatze dabei. Guten Tag. Noch nicht. Erelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich je zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irilet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe.
Ich möchte, dass ihr Irilet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Farengar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich habe meinen Männern schon befohlen, das Haupttor zu sammeln. Gut, enttäuscht mich nicht. Ich sollte Helft mitkommen. Irilech, diesen Drachen zu töten, ehe er Weißlauf ab. Nein. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. So. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch hört in der Aufnahme. Oder ob das gerade nur das Headset ist. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Aber es hört sich etwas blechern an, das Ganze. Aber wir werden mal schauen, was uns das Ganze noch so beschert. So. Die kommt auch. Sehr schön. Denn wir sind eins. Ehe ihr emporstieg und aus den acht, die neun wurden, seid ihr unter uns gewandelt, großer Talos. Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich danke euch im Namen von ganz Weißlauf. Bitte, bitte. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmnäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. So, schauen wir mal kurz hier. Was wir denn Schönes bekommen haben. Wenn wir alles nicht gebrauchen. So, was ich auch rausgefunden habe, man kann hier Favoriten, dann kann man das nämlich schneller alles benutzen. Gar nicht so verkehrt. Gleich mit dieser Waffe. So, den legen wir auch nochmal damit rein. Und nochmal ein bisschen Magie. Heilung. So. Haben wir hier nämlich mit. So, wo bleibt Madame denn jetzt? Die hat auf jeden Fall einen Stock im Arsch, so sieht's aus. Naja, gut. Schauen wir mal. Ja, das ist Feuer. Soll ganz cool sein. Abulstein, Graumin und ich waren als Kinder beste Freunde. Die Lage ist folgende. Schauen wir mal kurz. Bei dem Audio. Eigentlich alles normal. Hörsempfindlichkeit. So. Was haben wir denn hier? Okay. Das ist ja kurios. Wenn ich zu weit mit der Maus nach unten gehe. Ich dann noch einmal sehe.